auf ein neues Tagesaufgabe. Mit... Wir hatten ja recht oft ihn hier, aber... Naja doch. Wir hatten festgestellt, er bringt eigentlich Glück. Es war nur recht krasses Fehlverhalten meinerseits teilweise. Deswegen lassen wir uns nicht beirren und versuchen wir das Beste rauszuholen. Zoin. Und da oben ist nichts, okay. Hören tue ich noch nichts. Jetzt höre ich was. Wow. Das habe ich eben übersehen, dass da so ein Sprengding jetzt im Boden war. Du kommst mit. Also ich höre immer noch was, aber das ist ganz schön weit weg. Nö, es muss weiter links sein. Oder? Ganz viele Spinnen an der Decke. Na komm schon. Ah, da ist sie. Sehr schön. Keine Kiste, keine Truhe bisher. Ich will doch meine Bomben haben. Oh, Truhe. Man muss nur meckern. Oh, man kommt gar nicht zu ihr. Man kommt auch gar nicht da oben ran. Also eine Ressource für dich. Die Truhe hätte mich treffen können. Und eine Ressource für die Blondine. Wobei wir hoffentlich auch ein wenig Gold rankommen. Ja. Ah, ja. Ah, 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 ah. Das war nicht schön. Ich dachte, ich schmeiß das und dann sammle ich was ein, was drin ist. Aber es war eine Spinne drin. Und das war wieder Leichtsinnigkeit meinerseits. Oh gut, ja. Wir haben gleich wieder 4 Lebenspunkte, aber wir haben nicht mal 10.000 Gold. Kommen wir da irgendwie hoch? Nee. Na gut, suboptimales erstes Level. Also, 2 Ressourcen weg. Einmal Schaden genommen und, ne? Keine Sondersachen. Aber mal gucken. Muss man ja nicht so ernst nehmen. Teilweise laufen die ersten ja richtig schlecht und danach wird es einigermaßen besser. Da ist schon mal eine Riesenspinne. Da könnten wir Paste herbekommen und ordentlich Gold. Dann ist da noch eine Kiste. Da. Oh, da ist die Blondine. Kommen wir da irgendwie so hin? Eventuell. Gucken wir mal, ob du kommst. Falsch, da oben kommen wir nicht ran, ne? Oh, oh, oh. Schnell, 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 schnell. Nicht gut. Warum ist die jetzt aufgewacht? Okay, wenigstens ein paar Bomben haben wir bekommen. Weg, 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 weg. Nein. Nein. Das sieht nicht gut aus. So, wir brauchen Seile. Wir nehmen die Brille und wir haben keinen Weg zur Blondine. Den hätten wir oben rum nehmen sollen. Das ist echt nicht gut. So, wenigstens dich haben wir. Mann, 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 Mann. Okay. So, so. Wir müssen jetzt zurück. Und uns den Weg zur Blondine freisprengen. Das war hier. So. Kommst du mit, du mit. Dann müssen wir ganz außen einmal rumlaufen. Das Ganze bevor der Geist kommt. Juhu. Also ich denke, ich werde gleich ein ganz normales Spiel hinterher spielen dürfen. Da, da. Das hätte schon wieder die Pfeilfalle sein können. So. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Also 2 Lebenspunkte. Oh, eine Bombenkiste. Die nehme ich mal mit. Komm. Warum willst du nicht? So. Weit so gut.
Wo ist die Blondine? Ich brauche unbedingt die Blondine. Aber wo kommt die Kugel her? Kommt aus dem Kopf von der Statue. Das ist schon mal eine sehr nützliche Information. Sie rollt immer noch. Gut, dich hätten wir. Da ist eine Kiste, warte mal. Stimmt. Kommen wir da wieder raus? Ja, kommen wir. Du erschlag die Schlange. Oh. Das ist jetzt nicht so toll. Nehmen wir den Stein und... Genau. Und da unten ist die Blondine. Das ist kein sehr schöner Ort. Aber wir haben ja genug Bomben. Entschuldigung. Wo ist der Ausgang? Irgendwo hier. Hoffentlich fällt die Kugel nicht runter. Okay. Zeigen. So. Du kommst mit. Dann werden wir hier auch durch, richtig? Glaub schon. Ja, komm, lass raus. Wenn der Geist von jetzt rechts kommen würde, hätten wir eh die Arschkarte. Also wir kämpfen uns langsam hoch. 3 Lebenspunkte haben wir. Und da ist eine Blondine. Sehr schön. Wir müssen nur erstmal den ganzen Krimskrams hier aufsammeln. Und bei sträuben sich die Haare. Heißt es ja, es sind viele Spinnen hier. Aber was ist bei den Leveln noch anders, frage ich mich gerade. Also ja, man kann recht viel Gold machen, wenn man die Riesenspinne umbringt. Was ja jeweils nur eine Bombe kostet. Aber sonst so an Ressourcen? Weil im Dschungel, wenn man da diese Geisterstunde hat... Kann man ja die Schrotflinte finden zum Beispiel. Da wäre eine Truhe. Nein! Warum prallst du so vom Boden ab? Das kannst du mir noch nicht antun. Okay, haben wir irgendwo noch so ein Kali-Dingens? Wir warten mal unten. Oh, Kletterhandschuh. Oh, 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 oh. Das war gut getimt. Total unabsichtlich, aber ja. Quatsch. Jo. Oh oh. Peppers reicht nicht. Nee. Ganz unauffällig. Wo sind die Edelsteine hin? So. Okay, erstmal aufsammeln. Ich weiß gar nicht, ob wir die Pfeilfalle da schon ausgelöst haben. Gut, und da ist der Ausgang. Zoink. Nur noch 3 Bomben. Das ist jetzt nicht so schön. Kaputt. Geist könnte bald kommen. Das Paste ist in der Paste vielleicht noch Edelstein mit drin. Nö. Okay, okay, wir müssen raus, 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 raus. Oh. Das hätte sehr schnell ins Auge gehen können. Okay, dieses Level kein Knuschi, aber sehr viel Gold. Sehr viel Gold. Aber auch sehr viele Bomben verbraucht. Ich sehe rein gar nichts. Oh, Ping. Oh, da ist die Schrotflinte. Oh, 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 oh. Swoosh. Okay, da wäre der Schwarzmarkt. Erstmal machen wir noch ein bisschen Gold mit Fackeln anzünden. Jetzt doch vorhin so geplinkt, ne?
Okay. Also ich hätte jetzt noch gerne die Blondine. Die müsste hier irgendwo hier unten sein. Ich hätte auch gerne noch mal Händler und all sowas, aber es, da ist ein Händler. Aber der Piranha wird mich töten, das sehe ich jetzt schon kommen. Also nehme ich, glaube ich... Oh, was haben wir links? Nichts. Okay, ich nehme einfach die Schrotflinte und gehe in den Schwarzmarkt. An der Kombination dürfte nichts Schlimmes sein. Mit einer Schrotflinte auf dem Schwarzmarkt zu laufen. Bitte, bitte keine explodierende Flasche, Bumerang, Menschen oder ähnliches. Okay. So wird alles gut. Ich wollte nach dem angucken. Der kostet irgendwie 50.000. Hier ist ein Bo. Nein, 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 nein. Ja, es wurde geschrieben, der Kletterhandschuh bringt dich öfters in Bedrängnis, als wenn du ihn gar nicht hättest. Und ich muss jetzt leider zustimmen. Eben gerade auch schon wieder. Hätte ich ihn nicht gehabt, wäre ich einfach runtergefallen. Ein bisschen auf Leichen schießen. So, 50.000 haben wir. 50.000 kostet das Ding, glaube ich, auch. Wir müssen es nur finden. Haha, okay. Keine Zeit verschwenden, Geist könnte kommen. Also ein bisschen Zeit haben wir noch, aber... Bitte keine Bumerangschmeißer, bitte keine Bumerangschmeißer. Okay. Das war sehr knapp. Da ist der Ank. Okay, Schrotflinte liegen lassen. Ank kaufen. Ein magisches Artefakt, das für ewiges Leben steht. Schön, dass es für ewiges Leben steht, aber es bringt mir bestimmt nicht ewiges Leben, hm? Joah! Nee, 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 nee. Ich will jetzt nicht aus Versehen schießen und einen von den Opas erwischen. Das kannst du sowas von knicken. Ich will jetzt einfach nur noch raus hier. Und hoffen, dass der Angst super toll ist für die 50.000. Sonst habe ich nämlich ganz schön Geld hingeblättert für nix. So, so, so. Raus. Zing. Die zwei Lebenspunkte finde ich jetzt aber doch ziemlich beängstigend. Also, dass wir nur zwei Lebenspunkte haben. Weil das wäre ein Trepp... Das ist auch nicht schön hier. Ich würde gerne die Kiste haben. Und ich höre eine Blondine hier hinten. Okay. Die Tiki-Falle ist auch nicht sehr schön. Hm. Können wir denn eine Kiste kaufen? Nein! Nein! Ich wollte den doofen. Ah, was zur Hölle ist das? Wow! Wow. Okay. Sehr verstörend. Wurde der Timer jetzt auch resettet? Oh, oh. Ja, also meine Sachen liegen jetzt ja noch unten, denke ich. Und mit Timer meine ich den Geist. Lauf, 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 lauf. Ich riskiere es mal. So. Okay, okay. Komischer Froschmensch. Und da ist mein Zeug. Ah, andere Seite. Wow. Nicht schön. Gar nicht schön. Also ja, viel zu chaotisch der Run. Wir haben gelernt, dass der Ankh ziemlich mächtig ist. Das gibt nämlich einfach mal so 4 Bonusleben. Und dass man oben am Anfang des Levels startet, kann Vorteil, kann Nachteil sein. Ja, also für die Tagesaufgabe recht mau, weil wir halt so viel Gold ausgegeben haben. Aber wir haben gut was dazugelernt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.
Ich habe meine Kleinigkeit vergessen. Bestenliste. Wow. Ja, okay. Bis morgen.